Joe, Anouk, wie fühlt ihr euch frischbachene Europameisterinnen nach einem Spiel, wo doch der ein oder andere Ausgang hätte nehmen können? Wie geht's noch? Hey, ich habe wirklich noch nicht gecheckt. Mega Emotionen auf dem Feld, es war so ein knappes Spiel. Wirklich so ein Release am Schluss und echt nochmal gepackt und es ist mega cool. Es ist wirklich so freundlich. Ich glaube, ich kann es auch noch gar nicht glauben. Ich habe das Gefühl, man muss mich kneifen, dass ich endlich mal aufwache. Ich denke, wir sind wirklich drinnen geblieben, wir haben gefeiert, auch wenn es uns vielleicht nicht alles super gelaufen ist, aber wir haben echt daran geglaubt und das hat es Schluss ausgemacht. Definitiv kämpferische Leistung vom Beginn weg. 16 Jahre hat es gebraucht für einen Europameistertitel für die Frauen auf der Frauenseite. Simon und Nicole haben den Meistertitel geholt. Was bedeutet euch auch in diesem speziellen Jahr der Titel? Ja, ich war Simon und Nicole ihr Spa-Kind. Von dem her, ja, mega cool, dass es geklappt hat. Und ich bin mega stolz auf das ganze Team, das hinter uns steckt. Das sind mega viele Leute. Nicht nur wir, weil sie hier stehen. Und ja, es macht einfach mega Freude und es gibt allen mega viel zurück. Ja, ich kann nur allen Danke sagen. Alle haben einen super Job gemacht, dass wir jetzt wirklich hier zu uns stehen können. Ich bin unglaublich stolz und ich bin auch mega stolz auf dich, Luki. Wirklich einen super Job gemacht. Tipptopp. Wie geht es weiter? Nächste Woche wieder Training, habe ich gehört. Ja, zuerst noch ein bisschen erholen. Aber ja, wir haben abgemacht, dass wir noch mal eine Woche trainieren, weil es in der Schweiz noch nicht ganz so kalt ist. Und ja, wir dann lieber draußen trainieren als drinnen. Super. Ich würde sagen, zuerst wird gefeiert, sicher darauf anstoßen und geniessen es. Ja, danke.